Das Kaliwerk in Zielitz gilt mit rund 1800 Arbeitern als einer der größten Arbeitgeber der Region. Am Montag hatten die Bergmänner ganz besondere Gäste zu Besuch, nämlich die Handballer und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des SC Magdeburg. Nach einer kurzen Begrüßung ging es für Bennett Wiegert und seine Truppe in den Besuchersaal. Dort wurden sie von Bergleiter Martin Westphal empfangen, der hier eine kleine Einführung in den Betrieb gab. Mit dem Sponsoring des SCM erhofft sich Martin Westphal nicht nur eine gute Werbung für das Kaliwerk in Zielitz. Ja, wir wollen zwei Dinge erreichen. Erstens wollen wir den Spielern mal die Praxis zeigen, also die Welt unter Tage, auch wie man in der Wirtschaft heute unter Tage hier gerade im Berg bearbeitet, weil auch das Interesse da war von den Spielern. Aber wir erhoffen uns von dieser Kooperation natürlich auch, dass wir uns noch stärker als bisher als Arbeitgebermarke zeigen, vor allem auch im Großraum Magdeburg, dass wir zeigen, dass wir Partner der Region sind, dass wir ein guter Ausbildungsbetrieb sind und dass wir letztendlich auch partizipieren, dass wir auch gute Fachkräfte hier nach Zielitz holen. Da haben wir eine dringende Notwendigkeit. Danach hieß es Glück auf und es ging ab zur Umkleide, im Bergmannsjargon Kaue genannt. Die gewohnte Handballarbeitskleidung half hier nicht weiter. An der Kleiderausgabe gab es hier die typische Bergmannsbekleidung. Auch wenn sie nicht in der Halle bei ihren Fans sind, bleiben die Spieler sich treu und beginnen schon mal mit dem Signieren. Nachdem sich alle umgezogen hatten, folgte die Geräteausgabe. Mit Lampe, Helm und dem Sauerstoff-Selbstretter ausgestattet, fuhr die Truppe nun in den Schacht. Mit 8 Metern pro Sekunde ging es auf 700 Meter in die Tiefe. Jetzt wird es gleich ein bisschen lauter, weil durch diesen Schacht ziehen auch die verbrauchten Wetter raus. Das sind so ca. 30.000 Kubikmeter pro Minute. Darum wird es jetzt ein bisschen lauter. Einmal durchzählen, wie viel reingeht. 3. Unter Anleitung eines Gruppenführers erfolgte die Weiterfahrt nun mit dem Auto durch die Stollen. Ein Eindruck, der offensichtlich begeisterte. Es wurden unzählige Fotos geschossen. Auf Facebook oder Instagram sind diese Bilder zu bestaunen. Auf dem Weg zu ihrer ersten Station konnten die SCM-Spieler schon das mehrere Kilometer verzweigte Stollensystem bewundern. An ihrer Station angekommen, begutachten die SCM-Spieler die verschiedenen Arbeitsschritte, die zur Gewinnung des Salzes durchlaufen werden müssen. Eine gefährliche und zugleich anstrengende Arbeit, die durch die Kumpel unter Tage täglich gemeistert wird. Viel lieber Handball spielen, ganz ehrlich. Wahnsinn, die Leute, was hier tagtäglich außen eingehen, riesen Respekt vor den Leuten, die da richtig am Hacken sind. Wie gesagt, wirklich beeindruckend, so das ganze Gebilde hier unten, wie viel Fläche das schon ist. Wahnsinn, wirklich. Recht umfangreich war der Einblick in das tägliche Arbeitsleben im Kaliwerk. Für die Spieler gab es mal einen völlig ungewöhnlichen Blick in eine andere, schwere Arbeitswelt. Doch was kann die Mannschaft hier mitnehmen? Ja, das ist eine Riesenerfahrung, glaube ich, mal hier unten zu sein. Ich persönlich habe mit Bergbau noch keine Berührung gehabt. Mir war gar nicht klar, dass sich hier unten so ein großes Areal erstreckt. Das ist wirklich wahnsinnig zu sehen. Es ist auch beeindruckend, das mitzubekommen, wie groß das alles hier unten ist, in welchen Dimensionen hier unten gearbeitet wird. Trotzdem bleibe ich dabei. Ich bin sehr froh, meinen Job ausüben zu dürfen und nicht jeden Tag hier runter zu müssen und hier unter hart arbeiten zu müssen. Klar arbeiten wir auch, aber irgendwie anders. Und ich hoffe, dass die Jungs auch wieder mitbekommen oder auch mal wieder daran erinnert werden, wie privilegiert wir doch sind, dass wir unseren Hobby zu Beruf machen konnten und jeden Tag das ausüben dürfen, was uns wirklich Spaß macht, wenn auch Sporthalle stehen. Gut 2 Stunden dauerte diese interessante Führung unter Tage, die sicher in guter Erinnerung bleibt. Ein besonderes Erlebnis war sie allemal. Trotzdem, schön, dass alle wieder oben sind.